Namaste. Ich begrüße dich zu meiner nächsten Kurzinformation für mehr Vitalität in deinem Leben und um natürlich in die Praxis zu kommen. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und jetzt geht es um die Ohrmassage. Ich hatte ja zuvor das Thymusdrüsenklopfen ein Video reingestellt. Ich hatte den Körper zum Abklopfen das Video reingestellt. Und da war noch ein drittes. Dann schauen wir mal, was jetzt das dritte oder vierte Video, ich komme schon ganz durcheinander. Es geht um die Ohrmassage. Also, ganz kurz erklärt, ich zeige euch das mal zu Beginn. Es gibt über 100 Akupunkturpunkte am menschlichen Ohr. Aus der traditionell chinesischen Medizin wissen wir das. Und im Grunde seht ihr auf der Zeichnung, ich hoffe, man kann es erkennen, das soll ein Ohr sein. Ihr müsst euch das so vorstellen, einen Menschen in umgekehrter Embryonalhaltung. Also hier ist der Kopf, hier ist die Wirbelsäule und hier kommen dann Beine, Füße etc. So in etwa. Nur, dass ihr ungefähr wisst, wie kann ich denn das mir einfach merken. Also ein Mensch liegt in umgekehrter Embryonalhaltung quasi in eurem Ohr und steuert alle möglichen Punkte. Also es ist wirklich für den Energiefluss im Körper ein wunderbares Instrument, seine Ohren anzufassen. Und bevor ich mir hier irgendwas ausreiße, weil wir machen das ja zusammen gleich, nehme ich mir mal die Ohrringe ab. Falls du welche hast, du bitte auch. Denn wir sollen schon richtig beherzt an die Sache rangehen. Ich weiß es noch von meinem Führerschein damals im Erste-Hilfe-Kurs, ob ein Tier oder ein Mensch, alles was Ohren hat, wenn es euch umkippt, geht an die Ohren, an die Ohrspitze, vor allem und massiert und massiert. Das kann jemanden quasi bewusst halten, dass er nicht in die Ohnmacht fällt. Das aktiviert alle Lebensgeister. Am besten, man knetet einfach komplett die Ohren. Ja, das ist wunderbar. So. Was bringt es euch? Also es bringt dir, dir in dem Fall, oder euch, ist mir egal. Es bringt dir auf jeden Fall mehr Lebenskraft. Es bringt deinen ganzen Kreislauf in Schwung. Also auch eine wunderbare Übung für morgens oder wenn man so am Rechner halb am Einschlafen ist, mittags um 12, dann kann man mal seine Ohren durchkneten. Es steigert zudem auch die Konzentration und die Selbstheilungskräfte. Denn wie du ja weißt, kein Mensch dieser Welt außer dir selber kann deinen Körper heilen. Natürlich, man kann was rausschneiden, man kann was zunähen, aufmachen, reingucken und so weiter. Aber heilen tust du dich selber. Also nutze dieses Mittel, um einfach mehr Lebenskraft und Vitalität zu bekommen. Und wir fangen an mit beiden Händen. Wir massieren, wie gesagt, so kräftig, wie es auszuhalten ist. Und am besten mit Daumen und den Zeigefingern. Und den Mittelfinger natürlich, genau, drei Finger. Ja, also ich lege den Daumen hinten dran und wir fangen an, das Ohrläppchen richtig zu reiben und zu kneten. Danach werden die Ohren schön glühen. Dann gehst du weiter hoch, auch die Knorpel nicht vergessen. Also brauchst gar keine Angst haben, ich muss mal, sonst rede ich so laut. Du brauchst keine Angst haben, dass du da irgendwas kaputt machen könntest. Das ist alles recht beweglich, habe ich festgestellt. Und einfach beherzt drauf loskneten. Das komplette Ohr einmal durchkneten. Schön von der Mitte rausziehen. Ich zeig dir das mal so. Rausziehen, alles schön kneten. Du machst das bitte gleichzeitig, da ich mich jetzt so verdrehe, zeige ich dir das einfach mal. Also richtig schön kneten, die Knorpel, alles reiben. So. Dann, wenn du alles schön gerieben hast hier oben, da dachte ich immer, wenn du das zu doll machst, nein, keine Sorge, ist alles beweglich. Dann knickst du das komplette Ohr, faltest du das so in die Mitte. An beiden Seiten schön in die Mitte falten, meine Ohren glühen schon, ich hoffe deine auch. Und das kannst du auch mehrmals machen. Wenn du merkst, oh, da ist noch so,
Also bei mir fühlt sich das an so, oh, kurz vor Schmerz, aber eigentlich wie als wären das Sehnen, wo ich einfach noch mal wo ich einfach noch mal, ja, da musst du noch mal ein bisschen mehr machen. Also bis es wirklich entspannt ist, die werden ganz weich. Also das ganze Harte ist weg, ganz weich, flexibel, springen auch wieder zurück. Also du musst keine Angst haben. So, und zum Schluss ziehen wir dann an den Läppchen. Also zum Schluss, Hälfte geschafft. Wir ziehen dann an den Läppchen. Entspannen das Ganze. Wir atmen auch dabei natürlich ein und aus durch die Nase, ganz entspannt. Und dann drehen wir die Ohren nochmal richtig. Also so richtig hier rein, ouch, und die Ohren drehen. Auch hier oben. Also du merkst, es geht um die Bewegung. Ja, darum, dass die Ohren schön, ach, oh, das tut gut. Also da, wo du merkst, das ist dann wie so ein, das kannst du auch spüren, das ist wie so ein Wusch im Körper, wo du echt merkst, wow, das löst was. Und ja, da muss ich gleich mal meinen Kopf, das ist alles ja miteinander verbunden. Und wenn du dann fertig bist, dann fühlst du einfach mal rein und merkst, wie dein ganzes System in Wallung kommt, sich freut, richtig schön warm ist, gerade bei der Kälte, ja. Und wenn du das machst, bevor du einschläfst, halb am Arbeitsplatz oder egal, wo du einfach merkst, ich brauche mal Vitalität, ein bisschen neue Energie, knete deine Ohren. Ja, jetzt im Winter sowieso gut, du kannst hier Mütze später drüber ziehen, sieht kein Mensch mehr deine leuchtenden Ohren, geht natürlich auch wieder weg. Also es dauert jetzt ein paar Minuten, da sind die noch schön rot und heiß und dann ist es aber wieder in Ordnung. Ja, ich hoffe, ich konnte dich animieren, mitzumachen oder dass du es zumindest nachmachst. Ein Ausprobieren lohnt sich wie immer. Es geht ja um Bewusstseinsforschung und ich selber als Labor und ich möchte es mit euch teilen. In diesem Sinne bedanke ich mich bei dir. Wenn es dir gefallen hat, abonniere meinen Kanal, klick das Glöckchen unten an, dann kriegst du auch immer eine Benachrichtigung. Ich glaube im YouTube nur selber, also nicht per E-Mail oder so, sondern einfach nur, dass du meine neuesten Videos siehst, wie immer du möchtest. Ich danke dir in jedem Falle, wünsche dir einen wunderschönen zweiten Advent. Namaste.